Mannschaft heute irgendeinen Vorwurf machen? Vermutlich nicht. Ne? Also im Endeffekt nicht. Natürlich möchte man gerne die Vielzahl an Chancen aus beiden Spielen gerne nutzen, um einfach jetzt darüber zu sprechen, was wir für ein, ja, für eine tolle Runde gespielt haben und Real Madrid besiegt haben. Ich glaube, es war möglich. Drei Halbzeiten waren wir besser. Auch der Auftritt heute war wirklich von Anfang an überzeugend, zielstrebig, haben Chancen ausgearbeitet, haben Real auch genau das spüren lassen, dass das Publikum unruhig wird. Wir haben dran gezogen und du brauchst natürlich auch ein gewisses Quäntchen, was wir in der ersten Partie auch schon dann auch nicht hatten, wo du das Tor aberkannt bekommen hast, obwohl es regulär war. Es sind so ja auch Quäntchen in diesen Runden, in Champions League K.O.-Phasen, wo du einfach auch die Gunst auf deine Seite brauchst. Wenn du natürlich auch dann klar benachteiligt wirst, ist eine klare Fehlentscheidung für mich das zweite Mal, also Spiel 1 und Spiel 2, dann wird es unheimlich schwer, auch eine Runde weiterzukommen. Es ist einfach schade, dass du dann teilweise zu den sportlichen Themen, dass du natürlich auch Chancen reinmachen musst, einfach darüber sprechen musst, dass du keine rote Karte gegen Vinicius bekommst. Der Spieler schießt auch noch das 1:0, also da kommt alles aufeinander. Top-Reaktion der Mannschaft, wie gesagt, nochmal riesen Respekt für die Leistung. Ich muss ganz ehrlich sagen, was mich wundert, dass in beiden Spielen einfach irgendwo der Respekt vor Real Madrid zu groß war, um solche Entscheidungen zu treffen. Das muss man so klar sagen. Da fühlen wir uns benachteiligt. Im Endeffekt ist man schlecht als Verlierer, das zu sagen. Aber ich finde, sachlich und ohne Emotionen kann man es genau so sagen. Ich wundere mich tatsächlich, dass dann einfach es nicht möglich ist, sich so eine Szene dann einfach am besten nochmal anzuschauen. Und wer darauf kommt, dann gelb zu geben, er hat relativ schnell gelb gezeigt, wo ich das Gefühl hatte, er will einfach die Entscheidung weghaben. Ja, schwer zu verdauen, werden wir verdauen und ab Samstag kommt das nächste Champions-League-Spiel gegen Darmstadt 98 zu Hause, weil da gilt es dann, drei Punkte zu holen für die direkte Quali.